Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien bei unserem Let's Play. Heute geht's los mit Part 1, denn heute hat ja auch die WM angefangen, also beziehungsweise gestern war die Eröffnung und das erste Spiel gegen Brasilien, das wir heute spielen. Und ja, zur WM halt extra hier so ein Let's Play, so ein kleines Let's Play zur WM. Ja, hier seht ihr jetzt erstmal den Spielplan. Hier seht ihr, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Gruppen. 8 Gruppen mit jeweils 1, 2, 3, 4, 5, 6 Spielen in jeder Gruppe. Wir machen es so. Wir spielen das erste Spiel gegen Brasilien heute. Steht ja auch da, Donnerstag, 12. Juni. Und dann spielen wir im zweiten Part dann jeweils die Freitagsspiele. Also Freitag, 13. Juni, Mexiko gegen Kamerun und Spanien gegen Niederlande. Und dann geht es weiter mit Samstag, 14. Juni, Chile, Australien und Kolumbien gegen Griechenland und immer so weiter. Bis wir dann alle Spiele durch haben. Und dann kommen wir schon zu den Achtelfinalpartien, Viertelfinalpartien, Halbfinale und dann das große Finale. Ja, wie schon gesagt, heute geht's los mit Brasilien gegen Kroatien. Und das spielen wir auch jetzt. Ich würde sagen, fangen wir an mit dem Spiel. Brasilien gegen Kroatien. Jawohl. Das ist das Spiel, das Stadion und die Mannschaften. Brasilien gegen Kroatien. Wir spielen mit Brasilien. Los geht's. Viel Spaß. Bam. Ja, Einerseits die ist das heute natürlich nur ein Fußballweltmeisterschaft Freundschaftsspiel. Andererseits geht weiß man ja, los. dass die Nationaltrainer anhand solcher Spiele Brasilien gegen viele Kroatien, das wichtige Entscheidungen Eröffnungsspiel jetzt hier. treffen. Ja, das ist immer so eine Sache. Du willst dich nicht verletzen, aber du willst dich auch empfehlen. Hängt so ein bisschen Oh, das ist von der deiner Pokal, den gibt es Position in heute der noch nicht, Mannschaft aber ab. das will jetzt jedes Mal da. Das war der Los Anpfiff des geht's! Schiedsrichters. In Brasilien ist er ein Ah, ganz entwickelt starker sich Favorit glücklicherweise auf was. Gefährliche Flanke. Da hat der Torwart Schau ganze mal, Arbeit Neymar ist ja geleistet, obwohl dabei. der Schuss sehr hart war. Ganz ehrlich, dass Neymar bei Barcelona spielt, ist schade. Paulinho. Das wird ganz Wow! gefährlich. Da war er wieder, der berühmte schwache Fuß. Ich Ja, hätte und mir das Neymar Resultat schon spricht in so, diesem Fall er wollte ja, er hat ja Bergamo gesagt, gegen er kennt das sich Bayern sollte besser vorstellen. funktionieren. Deswegen, auch für alle, die jetzt keine Bayern-Fans sind. Es geht mir jetzt nicht Oscar. darum, ob er bei Bayern oder Dortmund spielen würde. Es geht mir einfach darum, es wäre cool gewesen, wenn er in der deutschen Bundesliga spielen würde. Das könnte gefährlich werden, Oh, denn der schießt Fred, immer. Fred! Das Bällchen ist noch heiß. Jetzt sind 10 Spielminuten gespielt und Oscar. wie spielt er jetzt? Fred. Kovacic. Modric. Der macht sie nicht selber rein. Er bereitet sie vor in unnachahmlicher Manier. Und Ivan Rakitic. Ui, 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 Tor! 1:0 Kroatien! Sieh sich das mal einer an. Modric! 1:0! Deutschland sucht das Supermodel-Tor. Ja. Überragend, überragend dieser Dann Abschluss. Wunderbarer Flachschuss da unten ins Eck. Kommen wir ja schon mal ganz Der nah ist hin ins absolut Eröffnungsspiel. unhaltbar. Perfekt ins Eck. Auch. Wunderbarer Schuss. Kovacic. Branić. Olic. Er versucht es mit einer Grätsche. Oh, jetzt komm schon, komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh Mann, jawohl. Bam.
Ausgleich. Und Ivan Rakitic. Im eigenen Land hier von Brasilien. Also ist ja WM in Brasilien. Da wird er vom Ball getrennt. Und Ivan Rakitic. Thiago Silva. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Hulk. Oh Mann. Weiter Rangelei um den Modric. Perisic. Luis Gustav. Oscar. Gutes Abwehrverhalten, aber in Ballbesitz kommen sie nicht. Das war ein Foul, aber der Schiedsrichter, was sagt er? Er sagt Vorteil. Ja, und so bekommen wir hier ein flüssiges Fußballspiel. Ja, da ist er gut dazwischen gegangen. Marcelo. So, jetzt auf geht's. Oh, da ist er schneller. Da ist er schneller. Neymar, Neymar. Oh, ja, und da sind Scheiße. Sie schlicht im Weg. Modric. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Fred. Ja, da ist wohl keiner. Olic. Jelovic. Ja, da kommt was auf uns zu. Daniel. Wenn es so weitergeht. Halbzeit. 1-1. Brasilien gegen Kroatien. Das erste Spiel hier bei der WM. Ausgeglichen, das drückt sich ja auch im Ergebnis aus. Und sie müssen ja, Brasilien deutlich die bessere Mannschaft. Spieler sind da, nicht sagen. Die Assistenten sind da, es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an, der zweite Durchgang läuft. David Ruiz. Und alle, die wissen wollen, wann Deutschland hier das erste Mal spielt beim Let's Play. Ganz leicht, heute ist Part 1 Freitag, morgen Samstag Part 2. Nee, anders, morgen Klasse, ist weiter. Also ja, da geht er auf Nummer sicher, greift zur Faustabwehr. Und wieder ist er auf der Part Post. 4 oder 5. Er ist wirklich schier unüberwindlich, es bleibt beim Unentschieden. Das ist heute ein Donnerstag, das heißt Part 2 ist ein Freitag, das heißt Part 3 ist ein Samstag, Part 4 ist ein Sonntag, das heißt Montag spielen wir zum ersten Mal. Das ist es! Oh, 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 Tor! Woo! Brasilien. Und Ivan Rakitic. Oh, dieses Tor. Diesen Schiri kennen wir. Der gibt garantiert Freistoß. Paulinho. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters. Oh, jetzt laufen wir mal. Der Bursche ist wirklich pfeilschnell. Und wie oh Mann, das ist ein Profispieler und der kann keine gescheite Flanke schlagen. Wir haben es schon so oft erlebt, vielleicht passiert es diesmal auch. Ein neuer Mann und es gibt doch keine Niederlage. Perisic. Ohne Kampf kein Ball, gut gemacht. Fred. Neymar. Oh Mann. Wer hat aufs Tor geschossen? Wie oft hat er aufs Tor geschossen? Alles für Sie ausgerechnet. Und jetzt Kroatien. Oh, ja. Wenn das Spiel das nächste Mal unterbrochen wird, steht wohl ein Wechsel bei den Gästen an.
So, und jetzt lauf, Oskar. Eine wichtige Balleroberung im Mittelfeld. Jetzt ist erstmal ein bisschen Tempo raus aus dem Angriff. Abgefälschter Ball und im Aus. Trainer, er will taktisch noch mal was verändern. Das heißt, er muss etwas verändern und darum wechselt er aus. Oh, jetzt auf geht's. Und wieder hat er die Aktion defensiv hervorragend zerstört. Brasilien bekommt den Freistoß. Dachte ich auch. Und bei den Gästen der steht in Kürze fest, ein Wechsel. Wieder, ja. Es wird nochmal gewechselt in dieser zweiten Halbzeit, in der sie bis jetzt keinen guten Eindruck gemacht haben. Eine Auswechslung soll den Umschwung bringen. Das schaut sich der Schiri nicht mit an, wie da in der Mauer rumtaktiert wird. Richtig, und da muss man mit Gelb rechnen. Hier ist no one. 80 Minuten ist gespielt. 2-1 weiterhin. Also Brasilien wird das nicht mehr verlieren. Das ist ganz sicher. Dank meiner Hilfe. Sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Oh, oder vielleicht doch noch. Eduardo. Gefährliche Flanke. Oh, oh, oh. Und ich habe so das dumme Gefühl, allzu viele solcher Chancen kommen nicht wieder. Milan Badei. Der Trainer wird mit ihm heute oh mehr Mann, als zufrieden sein. Und jetzt, und jetzt, und jetzt, und jetzt. Nein. Das wäre es natürlich. Kroatien hier mit einem Balleroberung im Mittelfeld. Mit einem Tor. Oh, oh, abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt, deswegen abseits. Thiago Silva. Paulinho. So, jetzt nochmal Hulk. Und, das ist jetzt die und oh! Gehalten! Jetzt aber ein übel Ironie. Ein Wunder! Ein Wunder! Die Flanke kommt gut! Und! Er steht genau richtig, genau da. Jetzt pfeift er ab. Ich bin mitten vorm Tor und der pfeift ab. Naja. 2-1, Brasilien gewinnt das Auftaktspiel. Schlussresultat 2-1. David Luiz, bester Spieler am Platz. Wir haben über die Höhe des Sieges diskutiert. Mit einer 8,9. Ja, das war deutlich enger, als man das erwarten konnte, Manni. Also, das war eine richtig enge Kiste. So, das liebe war Zuschauer, das erste Spiel. Mein Name ist Manni Breukmann. Ich darf mich dann verabschieden nach diesem hochklassigen Spiel, wie ich fand. Und hoffentlich... Brasilien gewinnt 1-0. Tragen wir natürlich gleich in unseren Plan ein. Den seht ihr hier jetzt. Unseren Plan, unseren Spielplan. Brasilien 2-1. Und... ja, dann gibt's im nächsten Part, das ist nämlich der Freitag dann, Mexiko gegen Kamerun und Spanien gegen Niederlande, Topspiel. Dürft ihr auf jeden Fall nicht verpassen, gibt's im nächsten Part. Ja, und dann geht's weiter mit einem Samstag, dann der Sonntag und dann kommt Deutschland am Montag. Nicht verpassen. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und hier geht's weiter für Part 2, zu Part 2. Bis dahin, ciao, danke.